Moin Moin, liebe Artgenossen, liebe SAP-Army, liebe Freunde und Fans von Videospielen und herzlich willkommen zu diesem kleinen Unboxing-Video und zwar von einem Fangeschenk. Heute werden wieder Geschenke ausgepackt, ja. Und zwar haben wir hier dieses gute Stück-Paket bekommen. Es ist natürlich jetzt schon aufgerissen, weil das ist schon der zweite Dingsen. Ich tu mal so, wenn ich das jetzt ausreiße. So. Und dann haben wir hier ein Spiel. Ein sehr tolles Spiel. Und eine Karte. Ich mache die Karte mal ganz vorsichtig ab. So. Hey, Marius, viel Spaß damit. Ich erwarte einen unterhaltsamen Stream. Liebe Grüße und hab dich lieb, deine Niffi. Dankeschön, Niffi. Und was haben wir denn hier Schönes? Kommt auf jeden Fall, also nicht, dass du jetzt denkst, ich habe das jetzt einfach so weggeschmissen. Das kommt auf jeden Fall in die Fanbox. Und, was haben wir hier? Genau. Phantasy Star Universe. Für die PlayStation 2. Ich lese mal eben vor. Wenn Welten aufeinandertreffen. Der Rollenspielminister warnt. Die PSU-Story macht genauso wie der Online-Modus süchtig. Sven Harder, OPM 2. Das war so damals so ein PlayStation-Magazin. Ein Jahrhundert des Friedens. Ein Jahrhundert des Friedens findet sein jähes Ende mit dem Angriff der feindlich gesinnten Alien-Rasse Seed. Als auch die Military Force Fleet der Allianz dieser feindlichen Übermacht nichts entgegensetzen kann, beginnt Ethan Waber mit der interplanetaren Sicherungstruppe Guardians eine heldenhafte Reise zur Rettung seines Heimatplaneten. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das damals gespielt. Das Ding ist, ich kann es auf dem PC nicht mehr spielen, deswegen wollte ich es gerne nochmal für die PS2 haben. Und ich danke dir, danke dir dafür nochmal, Niffi. Nochmal kurz vorweg, Niffi hat das freiwillig getan. Und solltet ihr das Bedürfnis haben, mir irgendwie in irgendeiner Weise zu danken, dass ich diese Streams mache und weil ihr daran Spaß habt oder was auch immer, dann seid ihr frei, mir sowas auch zu schicken, wenn ihr das wollt. Für weitere Informationen müsst ihr mich einfach fragen, könnt ihr mich fragen, was, und dann kann man das alles besprechen. Aber wie gesagt, es ist freiwillig, ich werde nicht schlechter von euch denken, wenn ihr es nicht tut, und ihr solltet Spaß daran haben, das zu tun. Also ihr solltet das halt wirklich wollen. Ansonsten, feel free and just do it! Or not.